Ich mache es auch viel, viel lieber draußen. Komplett eskaliert bin. Mir ging es überhaupt nicht gut. Das ist ja in der Show passiert. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Cherry Berlin und ich bin Feuerlicht- und Pyroartistin. Heute geht es um Feuershow und Feuerwerk. Ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram und die werde ich heute für euch beantworten. Das Wichtigste erstmal vorweg, es gibt ja unterschiedliche Feuerwerkskategorien. Das ist euch sicherlich schon aufgefallen, weil ihr rund ums Jahr so Kleinigkeiten wie Wunderkerzen und so weiter kaufen könnt, aber zu Silvester noch ein bisschen andere Sachen. Liegt daran, dass so Wunderkerzen und Kleinstartikel Kategorie 1 sind. Die könnt ihr wirklich rund ums Jahr kaufen, ab 12 Jahren erwerblich. Genau. Und Kategorie 2 ist dann alles, was ein bisschen größer ist, dürft ihr ab 18 Jahren rund um Silvester kaufen, sind dann schon so Cakeboxen und Vulkane und solche Geschichten. Ihr wisst ja alles, was ihr rund um Silvester kaufen könnt. Und dann geht es weiter in Kategorie 3 und Kategorie 4. Kategorie 3 ist Mittelfeuerwerk, Kategorie 4 ist dann schon Großfeuerwerk. Beide Kategorien dürft ihr erst ab 21 Jahren und mit entsprechender Befähigung kaufen und dann rund ums Jahr verwenden, aber auch nur, wenn ihr das Ganze entsprechend anzeigt. Ich zum Beispiel habe den Befähigungsschein nach § 20, darf also rund ums Jahr, wenn ich entsprechend das Ganze anzeige, auch verwenden und abbrennen und habe dazu auch noch die Erlaubnis nach § 7, weil ich das Ganze gewerblich mache und genau. Aber der Kumpel meines Kumpels hatte doch zu seinem Geburtstag auch ein Feuerwerk im Garten. Ja, das ist möglich, wenn ihr entsprechend Pyrotechniker da habt, der euch das Ganze vorbereitet, anzeigt und dann entsprechend das Feuerwerk rund ums Jahr zünden kann. Was machst du zu Silvester? Selber feiern oder auch Show? Zu Silvester bin ich tatsächlich meistens gebucht mit meinen Shows und dann natürlich in Kombination. Meistens ist es dann wirklich eine Feuershow mit anschließendem Feuerwerk oder einfach eine Feuershow mit noch ein bisschen größerem Feuerwerk oder einfach mit größeren pyrotechnischen Effekten. Oder was auch schon vorkam, dass es zum Beispiel eine Lichtshow war und dann im Anschluss Feuerwerk. Ganz selten ist es so, dass es nur eine Lichtshow ist, auch schon vorgekommen. Dann ist es meistens aber vor 0 Uhr, das heißt zu 0 Uhr darf ich dann selber auch noch ein bisschen Feuerwerk machen. Und da zünde ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Und ja, zu Corona war es übrigens so, dass ich komplett eskaliert bin. Wir haben das Ganze auch gestreamt auf meinem Kanal auf Twitch und wir haben wilde Partys gemacht. Wir haben, natürlich war ja keine da, es war ja Corona, aber On-Stream-Party gemacht und dann auch entsprechend Feuerwerk gezündet. Ja, also ich renne dafür, ich liebe das und mache das beruflich und privat einfach super, super gerne. Was war das größte Feuerwerk, was du mal gemacht hast? Dazu muss ich sagen, dass ich mittlerweile ja gar nicht selber mehr nur Feuerwerke mache, sondern ja das Ganze kombiniere mit meinen Shows zusammen. Bei Feuerwerken war ich schon sehr, sehr oft dabei, habe die mit ausgeführt oder war auch als Helfer dabei. Da gab es durchaus ein paar große, wo ich dabei war. Zuletzt, würde ich einfach mal sagen, war der Japan-Tag, wo ich bei Nico Fireworks dabei sein durfte. Immerhin habe ich auch ein ganz kleines bisschen mitgeholfen. Nein, war jetzt nicht so viel, was ich da gemacht habe. Die Jungs und Mädchen von Nico Fireworks haben da schon zusammen mit den japanischen Kollegen was ganz, ganz Großartiges auf die Beine gestellt. Jeder, der vielleicht in meinem Livestream dabei war, hat es live miterleben können. Und ansonsten findet ihr das Video übrigens bei mir auf diesem Kanal und könnt euch das ja gerne nochmal angucken. Ich hatte schon große Shows für diverse Firmenveranstaltungen oder auch für unterschiedliche, ich sag immer Promi-Partys dazu. Mir fällt kein anderer Begriff dazu ein, wenn mich Prominente zu ihren Veranstaltungen buchen und ich dann auf den entsprechenden Events meine Shows mache. Und auch da gibt es in der Regel immer sehr, sehr große Shows. Die fangen halt an mit so ein paar kleineren Effekten, manchmal auch einfach nur im LED-Bereich. Wird dann größer mit Feuer und Pyro und eskaliert dann am Ende mit entsprechenden Höheneffekten. Und genau. Das ist übrigens ja auch das Besondere an meinen Shows, dass es halt nicht nur Feuershows sind oder nur Lichtshows, sondern dass ich das Ganze ja kombinieren kann, dadurch, dass ich selbst der Pyrotechnikerin bin. Heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit, die eine Show zu machen und danach machen wir ein Feuerwerk extra, sondern ich kombiniere das Ganze und halte ja teilweise auch die Pyrotechnik, die Funken und Effekte in meinen Händen und dadurch habe ich halt die Möglichkeit, was ganz Einzigartiges zu schaffen. Sind deine Shows nur im Freien durchführbar? Man kann die Shows durchaus auch indoor aufführen, ist allerdings ein bisschen komplizierter, weil man gerade im Bereich Pyrotechnik ja auch noch ein paar andere Auflagen zu beachten hat. Entsprechend natürlich auch eine große Location dafür braucht. Habe ich schon gemacht, kommt nicht so oft vor, weil es halt einfach ein bisschen anstrengender ist. Die Artikel zum Beispiel, die haben ja eine gewisse Rauchentwicklung, da ist es halt viel besser, wenn man draußen ist, weil das natürlich einfach verschwindet dann. Und indoor ist es ja nicht so einfach, da braucht man ja dann entweder eine Halle, die groß genug ist, dass es irgendwie nach oben ausweichen kann oder eine Abzugsanlage oder was auch immer. Und genau, also es ist möglich, es auch drin zu machen. Draußen bietet sich aber besser an. Ich mache es auch viel, viel lieber draußen. Und genau, ist besser draußen. Sind die Sachen biologisch abbaubar? Eher weniger.
Also man achtet schon sehr, sehr darauf, dass es Feuerwerk ist, das gut abbaubar ist, das halt entsprechend verbrennt. Also wenn man es zündet, dass es dann halt wenig gibt, was überbleibt, sondern es ist halt wirklich gezündet. Bei einer Feuerwerksbatterie bleibt natürlich am Ende des Tages die Batterie übrig und die muss man entsprechend entsorgen. Das ist nicht so, dass die stehen gelassen werden kann und sich dann von alleine entsorgt. Da muss man halt einfach selber das machen. Sollte eigentlich jedem klar sein, bin ich der Meinung. Vor kurzem habe ich mich darüber schlau gemacht, wie es aussieht mit Partyshootern, weil mich jemand gefragt hat, ob es biologisch abbaubare Partyshooter gibt. Und ich habe welche gefunden. Es gibt tatsächlich jemanden, der die herstellt, die biologisch abbaubar sind. Ist Handarbeit, das heißt, ein Partyshooter hat auch dementsprechend schon einen sehr hohen Preis, denn in der Regel sind die nicht biologisch abbaubar. Selbst wenn die kleinen, Papierstücke, die da drin sind, nicht aus Plastik sind, sondern wirklich Papier sind, gibt es ja auch, dann sind die halt schwer entflammbar. Was sehr, sehr geil ist, wenn man damit entsprechend eine Bühne bestücken will oder die zu Auftritten benutzt und so. Weil wenn ich mit meinem Flammenwerfer da rumschieße und jemand anders und kommt und schießt einen Partyshooter, ist es natürlich gut, wenn die schwer entflammbar sind, weil man natürlich einfach alles zusammen machen kann und ein richtig geiles Gesamtpaket hat. Aber die sind halt nicht biologisch abbaubar. Dürfte ein bisschen länger dauern, weil schwer entflammbar, biologisch abbaubar passt nicht zusammen. Noch nicht so der Fall. Ihr müsst die Sachen schon selber entsorgen. Mit welchem Startkapital hast du angefangen, dich selbstständig zu machen? Tatsächlich mit gar keinem. Ich habe ja angefangen, mich selbstständig zu machen, schon in 2010. Damals allerdings noch mit ganz, ganz anderen Sachen. Das war alles eher Richtung Tanz. Ich habe selber getanzt und war dann erstmal in unterschiedlichen Clubs unterwegs. Irgendwann wird es größer, dass ich auch für namhafte Bands aufgetreten bin. Zusammen mit anderen auch noch so Choreografie-Auftritte, Choreografie-Tanz gemacht und hatte dann auch selber Tanzunterricht irgendwann gegeben, anderen das beigebracht, war dann in diversen Tanzschulen, habe da meine Kurse gegeben, hatte irgendwann auch eine feste Station, hatte da meine eigene Tanzschule, wo ich Tanzkurse gegeben habe. Und dann ging das Ganze erst Richtung Feuershow und Feuerwerk und alles mögliche. Und Lichtshow kam mir dann auch noch später dazu. Von daher hatte ich keinen Startkapital, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe oder so, sondern habe die Sachen halt einfach gemacht. Es war nicht immer ganz einfach, gerade weil ja solche Showgeschichten auch sehr saisonbedingt sein können. Heißt, ich habe mir auch immer andere Jobs noch gesucht und hatte dann über viele Jahre immer noch irgendwo eine andere Arbeitsstelle. Sei es drum, dass ich in Hotels gearbeitet habe am Empfang. Ich habe bei IKEA schon gearbeitet als Einräumerin, Einpackerin oder in irgendwelchen Supermärkten oder war schon im Callcenter. Ich war das Schlimmste überhaupt und so weiter. Also ich habe oft einfach noch andere Jobs nebenbei gehabt, wo ich dann entsprechend mein Gehalt reinbekommen habe, dass das Ganze auch funktioniert und läuft und habe das Ganze dann so ausgebaut, trotzdem so viel Zeit in den Aufbau meiner Karriere gesteckt, dass ich dann irgendwann geschafft habe, davon leben zu können, ohne noch einen anderen Job haben zu müssen. Dann gehen wir mal kurz rüber in den Bereich Feuershow und würde da auch ein paar Fragen zusammenfassen, weil die sogar gut zusammenpassen. Also als erstes, was ist das Gefährliche an einer Feuershow? Wie beugt man das vor? Dazu verbinde ich mal die Frage, schon mal Feuer geschluckt? Also dieses Feuer schlucken, ihr meint die Fackel nach unten, das ist nicht so gefährlich, aber zum Schlucken fällt mir auch ein, die Flüssigkeit, mit der man Feuer spuckt, die darf man natürlich auf keinen Fall schlucken. Falls ihr mehr dazu sehen wollt, könnt ihr gerne mal in dem Survival-Matten-Video vorbeigucken. Auf seinem Kanal, da habe ich ihm ja Feuerspucken beigebracht. Das ist wirklich ganz essentiell, dass man diese Flüssigkeit nicht schluckt. Ich habe am Anfang meiner Karriere, habe ich tatsächlich mal einen größeren Schlucke geschluckt und mir ging es überhaupt nicht gut. Das ist wirklich gefährlich. Also im schlimmsten Fall hätte ich ins Krankenhaus gemusst und hätte mir meinen Magen auspumpen müssen. Und ja, ich habe es geschafft, dass man es nicht muss, aber es ging mir auch wirklich richtig dreckig. Ihr könnt euch das vorstellen wie der schlimmste Kater überhaupt, nur dass man halt einfach vorher gar keinen Spaß hat. Und ja, manche vertragen es überhaupt nicht und dann kann es sein, dass das einfach gar nicht geht. Dann ist es halt einfach nicht möglich. Jeder Körper reagiert anders und genau, das ist auf jeden Fall schon mal was sehr Gefährliches. Feuer schlucken übrigens, wenn man jetzt das meint mit der Fackel hier so rein, da gibt es einen schönen Trick. Wie der funktioniert. Es ist natürlich trotzdem gefährlich, aber der Trick macht es auf jeden Fall ein bisschen leichter, wenn man den kennt. Und auch das, würde ich sagen, ist eine sehr gefährliche Sache. Witzig, ich kann es zum Beispiel nicht machen, weil ich habe ja Piercings in der Zunge, 2 an der Zahl. Und die würden dann entsprechend ja heiß werden, weil die aus Metall sind. Also ist das nichts für mich. Ja, ansonsten Feuershow, da ist eine Menge gefährlich. Was, und viel kann passieren. Also allein schon mit den Geräten, die man so umher schwingt, die sollte man erstmal wirklich ohne Feuer trainieren, weil wenn man da irgendwo hängen bleibt, das kann gut gehen, dass die nur in sich hängen, aber wenn man da sie sich irgendwo um den Kopf schlägt oder um den Hals oder irgendwas und das ist halt Feuer, es fängt instant an zu brennen. Ich habe es teilweise schon erlebt, dass wenn ich mir den Zopf, zum Beispiel so einen großen, langen Feuerzopf, ja, der brennt, dass ich mir den nur einmal ganz kurz, ne, hängen geblieben habe, mir den auf den Kopf geschlagen, dann ist halt direkt einfach mal ein großer Teil der Haare schon mal weg. Und das ist gefährlich. Definitiv. Und das kann auch weiter brennen, je nachdem auch, ob man irgendwo an den Textilien oder so rankommt. Mir auch schon passiert in der Show, dass ich dann irgendwas entzündet habe zum Beispiel. Dann hat der Rock gebrannt und dann, in meinem Fall, ich mache den halt kurz aus. Ich habe ja keine Panik oder sowas davor. Ich weiß ja auch, wie die Sachen reagieren. Es ist ja nicht wie im Film, dass plötzlich eine Explosion stattfindet oder plötzlich fängt das in Sekunden so schnell an zu brennen, dass ich in Flammen stehe. So schnell geht das Ganze nicht. Da kann man ruhig entspannter reagieren. Aber es ist natürlich trotzdem gefährlich. Und
das kann auch immer passieren, dass einem selber irgendwie was passiert. Mir selber ist auch schon viel passiert und dazu habe ich schon die nächste Frage. Was war das Schlimmste, was du je erlebt hast bei einem Auftritt von dir? Bei mir würde ich sagen, sind es halt so die nervigen Kleinigkeiten, die man hat, die passieren können. Mir ist schon ein Stück brennendes Eisenpulver ans Auge gefallen und zwar hier so aufs Augenlid drauf und ich konnte dann in dem Moment in der Show gar nicht mehr so richtig gucken. Das war sehr anstrengend, die Show natürlich professionell, wie ich bin, perfekt zu Ende gebracht und hinterher habe ich mich sehr geärgert. Ich glaube, es hat ein halbes, ein Dreivierteljahr gedauert, bis es richtig geheilt ist und vorher, das Auge war so ein bisschen damaged. Ich habe schon gedacht, jetzt habe ich das Auge ein bisschen kaputt gemacht und dass es nicht mehr richtig aufgeht, aber es ist alles verheilt, toi 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 und ja. Das sind halt alles Sachen, man kann sich halt verbrennen. Es kann sein, dass man die Flüssigkeiten nicht verträgt. Man muss auch immer auf andere aufpassen. Was Schlimmes, was ich schon woanders erlebt habe, dass einfach die Geräte zu lose waren und dann beim Spielen in der Show einfach so weggeflogen sind. Komplett unkontrolliert. Wenn man seine Geräte nicht unter Kontrolle hat und einfach im Spielen die sich auseinanderfriemeln und kaputt gehen, ist mir noch nicht passiert. Habe ich auch bei niemand anderem bisher erlebt, außer bei dieser einen Person. Das ist schon wild. Wenn das natürlich dann in die Menge kommt und Leute trifft, auch nicht so gut. Und man sollte auch vorsichtig sein, zu der Frage vorher, wegen Indoor-Sachen, wenn man Spark-Machines oder sowas benutzt. Ja, das ist ja noch nicht mal Pyrotechnik. Diese Spark-Machines, diese Maschinen, die überall dastehen und so, diese Funkenspreuen und so, die sehen aus, als wären sie komplett ungefährlich, weil, ja, im Grunde sind sie auch im Gegensatz zu manchen Sachen sehr ungefährlich. Und trotzdem birgen sie eine große Gefahr, wenn dann doch irgendwelche leicht entflammbaren Papiersachen bei der Hochzeit da drüber hängen oder so. Wie schnell kann da mal was in Flammen gehen? Oder irgendwie irgendeine hölzerne Deko oder so eine Spänendeko oder irgendwas, wenn das daneben hängt und dann kommt da nur so ein Funke ran. Wenn es keiner mitbekommt, dann ist das Problem groß, weil dann kann halt wirklich ein großer Brand entstehen. Wie ich vorhin meinte, wenn hier nur so ein Funke ist und was brennt leicht, kann man das kurz ausmachen. Das funktioniert ja. Wenn man so eine Sparkmaschine im Auge hat und das ist ein kontrollierter Abbrand, ist es auch in Ordnung. Aber solche Sachen, die sehr unkontrolliert stehen zu lassen oder vielleicht alles Mögliche noch drumherum zu haben, sowas kann auch ganz schnell sehr gefährlich enden. Tatsächlich finde ich da Pyrotechnik sogar ungefährlicher, weil die Kategorien ja greifen und zeigen, wie gefährlich ist der Artikel. Wir haben ja auch alle ein CE-Zeichen, die werden entsprechend auch geprüft und so. Und ja, man muss ja dementsprechend auch Sicherheitsvorkehrungen dafür haben und darf die ja auch nur unter bestimmten Bedingungen abbrennen und so. Genau, so viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viel zu dem Thema erzählt, aber hoffentlich war es informativ für euch. Die nächste Frage, schon mal stark verletzt. Ich habe ja gerade eben schon mal was drüber erzählt. Zum Glück habe ich mich selber jetzt noch nicht so krass verletzt, vor allem nicht in der Show. Kleinere Verletzungen oder mal Brandwunden oder irgendwas, oder dass die Wimpern mal wegbrennen oder was auch immer, das kann schon mal passieren, gehört für mich aber tatsächlich dazu und die Show geht einfach weiter. Also das muss gar keiner großartig mitbekommen. Passiert und dann ist gut. Größere Sachen habe ich vielleicht jetzt außerhalb der Shows erleben müssen, wie zum Beispiel mein Knie. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Ich habe mir, obwohl doch, das ist ja in der Show passiert. Ja, ich habe mir meinen Innenmeniskus gerissen, beziehungsweise mehrere Sachen, die da irgendwie gerissen sind. Und das war in der Show während eines Spagats. Lag wahrscheinlich einfach daran, dass ich selbst nicht so gut auf mich geachtet hatte. Ich war beim Arzt und hatte recht viele Nährstoffmangel, Mängel. Da muss man natürlich als Sportler sowieso eigentlich immer auf sich achten, dass man von allem genug hat. Da geht es nicht nur um Proteine und solche Sachen, sondern halt wirklich alle Mineralstoffe, weil man natürlich, wenn man sehr intensiv mit seinem Körper unterwegs ist, auch entsprechend mehr Ressourcen braucht und der Körper halt viel, viel mehr von einem verlangt. Ja, habe ich schlecht auf mich aufgepasst, vor der Show nicht warm gemacht, nicht gar nichts und direkt die Quittung dafür kassiert. Hat lange gedauert zu heilen. Ich habe trotzdessen noch einige Shows gemacht gehabt und ja, was soll ich sagen? Das war nicht so schön. Aber es hat im Grunde keiner mitbekommen. Die Show war wunderbar. In der Show selbst ist es mir, ich habe es mitbekommen, ich habe es ja gespürt, aber es war noch nicht so groß der Schmerz da, weil man ja auch voller Adrenalin ist in der Show. Deshalb ist es in so einem Moment auch noch nicht so schwierig, die Show weiter durchzuführen, sondern der Schmerz kommt irgendwann erst hinterher. Aber jetzt feuerwerks- oder pyrotechnisch oder feuershowtechnisch oder so ist mir jetzt noch nichts selber Schlimmes passiert. Hab allerdings schon schlimme Unfälle bei anderen mitbekommen. Also passt gut auf euch auf. Wenn ihr sowas mal machen wollt, holt euch jemanden ran, der Ahnung hat. Holt euch einen Profi, mit dem ihr das zusammen machen könnt, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Wenn ihr sowas auf eigene Achse durchführen wollt, kann das echt, echt schlimm nach hinten losgehen. Wie hast du Pyro-Olli kennengelernt? Auch schöne Frage. Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, ist Pyro-Olli eigentlich immer an meiner Seite. Ihn kennengelernt? Schon lange, lange, lange her. Auf jeden Fall habe ich ihn damals beim Partymachen kennengelernt. Das Beste, wo man Leute kennenlernen kann. Und ja, haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden. Haben dann auch zusammen den Schein gemacht für Pyrotechnik. Also er hat auch den Befähigungsschein nach § 20, der dementsprechend genauso wie ich Großfeuerwerke schießen, aber auch für Bühne und Theater Feuerwerk abbrennen. Mittlerweile ist es halt so, dass er nicht nur meine Feuerwerke zusammen mit mir macht, er
macht auch einen großen Teil für mich, auch für meine Streams zum Beispiel, dass er da sich online um die ganze Technik und so weiter kümmert. Ist also überall gut involviert. Bei Feuerwerk verkabelt er die Kabel fürs Feuerwerk und für Livestreams zum Beispiel kümmert er sich um alle technischen Sachen und die Kabel fürs Livestream. Ach so, und ganz wichtig, er sorgt natürlich auch für die Sicherheit. Ich bin damals am Anfang von meiner Karriere auch immer sehr, sehr viel alleine unterwegs gewesen. Und wie es dann angefangen hat, auch mit dem Feuerschuss alleine unterwegs zu sein und dann vielleicht noch Pyrotechnik dabei zu haben, ist mir schon aufgefallen, dass das immer schwierig zu handhaben ist. Man muss ja auf alles aufpassen, auch wenn doch mal ein Kind reinläuft, mein Hund reinläuft oder irgendwas. Man hat nicht wirklich Kontrolle. Man will ja auch, dass es eine schöne Show wird und wir die Show weitermachen. Wenn ich da gerade eine Feuershow für eine Hochzeitsgesellschaft mache, muss aber hinten noch aufpassen, falls da irgendwo was schief geht oder ein Artikel umkippt oder irgendwas, dann wird es keine schöne Show mehr. Deshalb ist er halt damals dann auch mitgekommen und hat aufgepasst, dass alles korrekt ist, dass alles gut läuft und so. Und so ist das Ganze auch entstanden, dass es halt irgendwie größer geworden ist. Also, dass er auch vor Ort in den Shows für Sicherheit sorgt, wenn da immer irgendwas ist, irgendwas passiert, dass er derjenige ist, der das Ganze dann unter Kontrolle hat und mit dem Feuerlöscher rauffällt, bringt das auf jeden Fall auch mehr Qualität in meine Shows, würde ich sagen. Welche Firma findest du am besten? Nico, Blackbox, Pyromax etc.? Ja, das kann ich so gar nicht beantworten. Das kommt natürlich ganz drauf an, was man möchte. Also Blackbox Fireworks ist jetzt zum Beispiel gar nicht unbedingt auf den Endkunden ausgelegt, sondern auf Großfeuerwerker wie mich zum Beispiel. Deshalb ist Blackbox für mich super interessant, hat richtig tolle Artikel. Die sind teilweise natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, aber ich denke in der ganzen Szene bekannt dafür, dass sie einfach eine richtig gute Qualität haben. Nico Fireworks zum Beispiel hat durchaus auch einige Feuerwerksartikel, die ihr dann zu Silvester kaufen könnt, sind also auch auf den Konsum ausgelegt und hat da auch eine ganz, ganz tolle Qualität. Für mich selber habe ich auch viele tolle T1-Artikel bei Nico Fireworks entdeckt, die ich natürlich dann in meinen Shows verwenden kann. Aber die haben natürlich auch großartige Sachen im Höhenfeuerwerkbereich. Es gibt so viele Firmen, die Feuerwerk anbieten, auch wenn ihr so Kleinigkeiten bei, keine Ahnung, Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, wo auch immer zu Silvester kaufen könnt. Auch Weco hat großartige Sachen. Sind für mich als Großfeuerwerker jetzt tendenziell eher uninteressant, aber so für den Silvesterverbrauch sind das auch ganz tolle Artikel, die die da haben und so weiter und so fort. Könnt ihr jetzt meine Lieblingsartikel nennen? Die werden dir aber wahrscheinlich nicht so viel bringen. Manche davon sind auch im Kategorie... Handy runtergefallen. Im Kategorie 4-Bereich. Ja, aber das kommt halt drauf an letzten Endes, was man sich wünscht. Und ja, ansonsten kann ich da gerne auch nochmal ein explizites Video zu machen, wenn es dann zu Silvester soweit ist. Was sind da meine Lieblingsartikel von welchen Firmen vielleicht und wo kann man die am besten beziehen und so. Wenn euch das interessieren würde, schreibt mir das unten in die Kommentare und dann können wir uns da Richtung Silvester gerne mal ranmachen. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einiges beantworten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf diesem Video auch gerne ein Like da und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eure Cherry Berlin.